An diesem Samstag kamen in Remagen ca. 140 Rechtsextreme zu einem sogenannten Gedenkmarsch zusammen. Dieser soll an die Toten des Kriegsgefangenenlagers Goldene Meile erinnern. Die Teilnehmer sind der Ansicht, dass in den 20 Rhein-Wiesen-Lagern im Zweiten Weltkrieg insgesamt 1 Million deutsche Soldaten gestorben sein sollen. Unter Begleitung einer Hundertschaft der Polizei zogen die Rechten vom Remagener Bahnhof aus bis zur Friedenskapelle und der Schwarzen Madonna. Etwa 500 Gegendemonstranten unterschiedlicher Antifa-Gruppierungen trafen sich ebenfalls in der Nähe des Bahnhofs, um im Anschluss weiter zu einer Kundgebung auf dem Campus der Fachhochschule zu ziehen. Als der Aufzug der Rechten am Campus vorbeizog, wurden diese von den Gegendemonstranten durch Plakate und laute Sprechchöre empfangen. An der Nazi-Strecke selber zu demonstrieren, ist für uns entscheidend, weil diese Aufmärsche eben für Nazis auch die Funktion haben, ein Gemeinschaftserlebnis zu bieten, sich stark und mächtig zu fühlen. Und das kann natürlich bereits durch eine andere Geräuschkulisse doch deutlich gestört werden und verhindert dann effektiv den Sinn, den diese Aufmärsche haben sollen, nämlich auch neue Leute an die Szene zu binden. An der Fachhochschule sah man plötzlich Steine und andere Gegenstände fliegen. Die Polizei kesselte daraufhin die Personen ein. Die Demo der Linken wurde kurz danach von den Organisatoren beendet. Die Teilnehmer des Gedenkmarschs hielten in der Nähe der Friedenskapelle ihre Kundgebung ab. Unter diesen waren unter anderem auch Angeklagte aus dem Prozess des rechtsextremen Aktionsbündnis Mittelrhein. Um den Rechten die kalte Schulter zu zeigen, wurden zahlreiche Plakate und Banner gegen rechts in der Stadt aufgehängt. Außerdem hatte das Bündnis für Frieden und Demokratie Remagen zu einer etwas anderen Spendenaktion aufgerufen. Gestartet worden ist das von Exit Deutschland eigentlich schon beim Marsch letztes Wochenende in Wunsiedel. Da lag Rudolf Hess begraben und da marschieren die Rechten schon seit 25 Jahren durch dieses kleine Dorf. Und die Idee dort war, dass die den unfreiwilligsten Spendenlauf aller Zeiten draus gemacht haben. Das heißt, die haben für jeden Meter, den die Neonazis gegangen sind, Spenden eingesammelt, um eben die Aussteigerorganisation zu finanzieren. Und wir haben jetzt einfach auch hier an diesem Wochenende in Remagen auch nochmal Spenden für Exit gesammelt und auch an der Marschstrecke an den Neonazis noch ein paar Schilder hingehangen, dass sie auch wissen, die laufen jetzt für Exit, für ihren eigenen Ausstieg. Die Polizei war mit knapp 700 Kräften im Einsatz. Nach bisherigen Informationen kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. Lediglich ein Polizist wurde von einem linken Demonstranten mit einem Stein beworfen und leicht verletzt.